Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal vom G&A Müller Erbseneintopf mit Bockwurst machen. Mit ganzer Bockwurst. Aha. Gut, ich habe das Ganze hier vom Kaufland. Ja, hier haben wir die Nährwerttabelle. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. So, dann haben wir hier, die Zutatenliste. Auch hierzu könnt ihr euch das Video wieder anhalten. Ja, das Ganze wird natürlich zubereitet, entweder im Wasserbad oder Mikrowelle. Logischerweise, ich mache es in der Mikrowelle bei 600 Watt, 3 bis 4 Minuten. Mhm. Ja. So sieht das Ganze aus, bevor es in die Mikrowelle kommt. Ja, bleibt dran und schaut, wie es dann aussieht, wenn es aus der Mikrowelle rauskommt. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, die 4 Minuten sind um. Auch die 1 Minute, wo man die Folie noch drauf lassen soll, habe ich auch noch abgewartet. Das Ganze... Ja, es riecht jetzt schon nach Erbsen. Irgendwie besser wie die Kartoffelsuppe. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wie die jetzt hier, wie die schmeckt. Da bin ich echt mal gespannt. Da ist ja auch Fleisch mit dabei. Und ja. So sieht das Ganze aus. Und jetzt probieren wir das Ganze mal. Hm. Gut. Was ist denn da alles an? Sachen drin. Erbsen, Kartoffeln, Lauch, Karotten, Bauchspeck. Ja, und dann natürlich Konservierungsstoffe, Natrium, Tritrit oder so ähnlich, Dextrose, Glykosesirup und. Ja, und das ist dieses Chemiekram, was man hier auch komplett schmeckt. Gerochen hat sie ja wie, ich sage mal, wie eine Erbsensuppe, aber die Erbsen, die hätten noch ein bisschen gekonnt, die sind, manche sind ziemlich hart, die muss man richtig zerbeißen, da hat man so das Gefühl vom Kernobst, wenn man Kirschkern oder sowas, so. Jetzt werde ich mal die Bockwurst hier, ach ja, raus hier. So sieht die Bockwurst aus. Das Dunkle hier, die hat vorher oben, die hat vorher so drin gelegen. Deswegen ist die hier ein bisschen dunkel. Ups, seht ihr das? Das kommt also davon, dass die so rum drin gelegen hat und durch die Mikrowelle das eben ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen vielleicht angebraten ist. So, das Ganze hier, das ist auch wahrscheinlich eine grobe Bockwurst, so wie ich das Ganze sehe.
ja, das Gleiche wie bei der Kartoffelsuppe. Also diese Firma G.A. Müller, die sollten sich auf Wiener und Bockwürstchen spezialisieren, weil das ist das Beste an diesem Gericht. Die Erbsensuppe, die schmeckt künstlich, die schmeckt säuerlich, die hat keinen richtigen typischen Erbsengeschmack. Also mir schmeckt die absolut nicht. Und deswegen mit beiden Augen zugedrückt, 3 Sterne. Mehr kann ich dafür nicht geben. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich habe noch eine Linsensuppe. Da bin ich echt gespannt drauf. Aber diese Suppe hier, die schmeckt richtig künstlich, säuerlich. Da sind zu viele Zusatzstoffe drin, die ganze Suppe hier oder die ganze Soße, wie auch immer, die das versauen. Es könnte eine gute Basis geben, aber mit dieser ganzen Chemie da drin schmeckt man das richtig raus. Das ist ja nicht sehr schmackhaft. Gut, das war jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ihr könnt es gerne teilen bei Google, bei Instagram, bei Twitter, wo immer ihr wollt, habe ich nichts dagegen. Ihr könnt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben geben, habe ich auch nichts dagegen. Ihr könnt auch ein Abo dalassen und würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.